Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, die anderen Videos haben euch auch gefallen. Das ist ja jetzt mein drittes Video, was ich für euch drehe und eine Besonderheit gleich vorab. Mein Hund ist hier mit im Raum gerade, daher, falls er durchs Bild läuft, seht ihr nichts mehr, denn er ist ziemlich groß und er atmet auch sehr laut und ist ein bisschen ein Trampeltier, also nur falls er sich bemerkbar macht, wisst ihr Bescheid. Ja, das heutige Video soll sich um meine Neuzugänge in diesem Monat drehen. Wir haben den Monat Dezember, der ist auch erst zur Hälfte um und ich denke, an Weihnachten kommen nochmal einige dazu. Aber, ja, ich bin ja noch nicht so ganz in einem Rhythmus drin, was das Videodrehen angeht. Daher dachte ich mir, ich nehme halt noch den Rest von November mit, also von den letzten Wochen November bis jetzt hier zum 15. Dezember und mache dann nochmal ein separates Weihnachtsvideo, weil ich mir sehr, sehr viele Bücher natürlich auch gewünscht habe. Ja, es sind natürlich auch nicht so viele Neuzugänge, wie ihr hier auch schon seht. Es sind drei Bücher und ja, auf die bin ich aber trotzdem allesamt sehr gespannt und wollte sie euch daher mal vorstellen. Ich habe sie noch nicht angefangen zu lesen. Das untere hier ist sogar noch verpackt. Daher kann ich über den Inhalt noch nichts sagen, aber ich kann eben sagen, dass ich mich darauf freue und dass ich großes Interesse habe, diese Bücher zu lesen. Ja, jetzt hat sich mein Hund so hingesetzt, dass er mir genau zuguckt die ganze Zeit. Ja. Egal. Jedenfalls, das erste Buch ist dieses hier. Das ist von Kerstin Gier, Wolfenschloss. Das habe ich mir zusammen mit meiner Mutter gekauft. Sie hat mich eigentlich auch mehr so auf die Idee zu diesem Buch gebracht, weil sie es schon sehr häufig sich angeschaut hatte im Buchladen und durchgelesen hat und das Cover sehr schön fand. Und dann habe ich eben auch auf BookTube sehr häufig von dem Buch gehört. Sowohl positive als auch negative Meinungen, aber bei einer Meinung waren sich alle einig. Und zwar, dass die Aufmachung super schön ist und dass sie natürlich auch toll in die aktuelle Vorweihnachtszeit passt. Ja, hier geht es eben um Wolkenschloss, so heißt natürlich auch das Buch. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das eine Art Schloss, eine Art Hotel. Das sieht man hier auch auf dem Cover ganz gut. Das ist sehr filigran und schön gestaltet. Und ich weiß gar nicht so genau, worum es eigentlich geht, muss ich sagen, weil ich wollte mich da eher überraschen lassen. Ich weiß nur, dass Kerstin Gier eben auch eine Kinder- und Jugendbuchautorin ist, also viel in der Richtung schreibt. Und ja, ich lese euch einfach mal hier kurz die Inhaltsangabe vor. Ein magischer Ort in den Wolken, eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist und das Abenteuer ihres Lebens. Ja, so ist hier die Beschreibung. Es sagt natürlich nicht unbedingt viel über den Inhalt aus, aber... ja, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, ich lasse die Geschichte auf mich wirken und freue mich schon auf dieses Buch. So, Nummer 2, was wir hier haben, ist von Jan Segers Menschenfischer. Das Buch ist auch eine Sache, auf die ich mich sehr freue, weil der Autor war hier in Baunatal auf einer Lesung, beziehungsweise hat eine Lesung veranstaltet und ich war live vor Ort, auch mit meiner Mutter wieder zusammen. Und dort konnten wir eben einige ja, Auszüge aus dem Buch von ihm live vorgelesen, schon mitbekommen. Und er stammt eben auch hier aus Baunatal, also aus dem Ort, wo ich eben auch wohne. Und daher ist es natürlich doppelt spannend. Das hatten wir ja letztes Mal mit dem Buch Grimms Morde auch schon, diesen Bezug eben zur Region. Und hier spielt das Buch zwar nicht in meinem Heimatort, aber eben der Autor kommt hierher. Die Geschichte bezieht sich auf einen Mord, der auch wirklich stattgefunden hat und nie wirklich aufgeklärt wurde. Man nimmt eben hier in Romanform Bezug auf dieses Geschehnis. Und ja, es ist eben ein Krimi. Der Autor schreibt hauptsächlich Krimis, die auch allsamt, so wie ich das in Erinnerung habe, vom ZDF auch verfilmt worden, also die auch im Fernsehen liefen. Und das ist eben der aktuellste Fall und das aktuellste Buch. Und ja, noch kurz zum Inhalt. Es beginnt 1998, das haben wir hier auch nochmal auf der Inhaltsangabe draufstehen. Man hatte dem Jungen die Kehle durchgeschnitten, ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel entnommen. Der Mord an Tobias Brüning löst eine der größten Polizeiaktionen der Nachkriegsgeschichte aus. Obwohl es ein Phantombild gibt, wird der Täter nie gefasst. Ja, das ist natürlich, also so wie ich das verstanden habe, hat er die Namen geändert, sowohl von dem Opfer als auch von den ja, Leuten, die da in Verdacht geraten. Aber dieser Fall hat wirklich so stattgefunden. Es wurde ein Junge entführt, ermordet und ihm wurden auch tatsächlich Stücke aus dem Körper entnommen und er wurde echt grausamst entstellt und auf diesen Fall nehmen wir hier eben Bezug und zwar zusammen mit dem Kommissar Martala. Das ist wohl ein Kommissar, der in
vielen dieser Krimis ermittelt. Ich habe noch keinen anderen von Jan Segers jetzt gelesen. Das ist mein erster. Ich bin da total unvoreingenommen und ja, bin halt eben gespannt auf den Inhalt, weil ich jetzt den Autor sehr sympathisch fand. Er hat eine tolle Lesung veranstaltet. Er war, ja, konnte sich sehr gut ausdrücken. Er war witzig. Es war interessant, ihm zuzuhören. Man hat Lust auf die Geschichte bekommen. Man fand, also, oder ich fand auch den Kommissar sehr sympathisch, eine interessante Person und auch die mitermittelnde Kommissarin, Kitty hieß sie, meine ich. Und ja, er hat auch bei der Lesung aus seinem Manuskript vorgelesen, also nicht direkt aus der Endfassung von dem Buch, um nicht zu viel vorwegzunehmen, was ich eigentlich auch ganz gut finde. So bleibt die Spannung total, also komplett erhalten. Und ich bin gespannt, was uns hier bei Jan Segers Menschenfischer erwartet. Falls das jemand von euch schon gelesen hat, könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder wie ihr den Autor auch im Allgemeinen findet. Ja, mein letzter Neuzugang ist ganz, ganz frisch bei mir eingezogen, und zwar an Nikolaus. Den hat mir meine Mutter geschenkt, den hatte ich auch auf meiner Wunschbücherliste stehen. Das hier ist Die Schlange von Essex von Sarah Perry. Und ich habe das Buch auch auf vielen anderen Kanälen gesehen, fand die Beschreibung sehr interessant, fand auch, dass die Meinungen durchweg sehr, sehr positiv waren, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass ich das Buch sehr gerne lesen wollte. Es hat auch den britischen Buchpreis für den besten Roman des Jahres bekommen. Und hier auch nochmal kurz zum Inhalt, ich lese mal kurz den Klappentext vor. In London im Jahr 1893. Nach dem Tod ihres Mannes verlässt Cora Seaborn die Stadt, Hauptstadt und reist gemeinsam mit ihrem Sohn Francis in den Küstenort Ordwinter. Als Naturwissenschaftlerin und Anhängerin der provokanten Thesen Charles Darwins gerät sie dort mit dem Pfarrer William Ransom aneinander. Beide sind in rein gar nichts einer Meinung, beide fühlen sich unaufhaltsam zum anderen hingezogen. Ja, so weit, so gut. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Beschreibung auch wieder, aber da ich eben die Kritiken sehr überzeugend fand, da ich die Rezension sehr, sehr spannend fand, habe ich richtig Lust auf dieses Buch, vor allem weil der Schreibstil wirklich einmalig sein soll, und ich finde auch den Handlungsort hier eben in London sehr spannend und freue mich auch schon sehr auf Die Schlange von Essex. Ich denke, das ist auch ein cooles Buch jetzt für die Weihnachtszeit, über die Feiertage, was sich auch recht leicht lesen lässt und trotzdem nicht anspruchslos ist. Ja, soweit zu meinen Neuzugängen. Es sind drei Bücher, die mir hier noch bevorstehen oder mir dabei helfen sollen, die Feiertage zu versüßen. Wenn ihr eins von diesen drei Büchern hier auch mal gelesen habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne, wie gesagt, in die Kommentare und hinterlasst mir eure Meinung dazu. Das finde ich natürlich nochmal umso spannender. Und ja, jetzt hat sich mein Hund tatsächlich doch gar nicht blicken lassen. Vielleicht kriege ich ihn nochmal mit ins Abschiedsbild rein oder so, jetzt wo ich ihn so groß angekündigt habe. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wunderbare Feiertage, und wir hören und sehen uns sicherlich bald wieder. Tschüss! Komm, jetzt habe ich dich angekündigt. Hm? Ja, muss ich ja mal kurz zeigen. Da? Da? Nicht? Komm, was ist? Der Carsten. Das ist ein Neufundländer übrigens. Und ja, so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen, nicht wahr? Und vorhin hier schon den ganzen Aufbau umgeschmissen. Und dann, wo ich gedreht habe, war er ganz brav, hat sich hingelegt und sich nicht mehr gezeigt. Aber ich wollte ihn jetzt doch nochmal reinholen, ne?